Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Und heute zeige ich euch, wie man einen automatischen Bahnhof in Minecraft bauen kann. Also ich fahre jetzt mal hier los. Und ja, das Minecraft, also steige automatisch aus. Das Minecraft wird hier drüben wieder ausgeploppt. Wenn ich jetzt wieder wegfahren würde und dann irgendwann wieder nach Hause kommen würde, würde ich auch wieder hier hinfahren. Und das Minecraft geht automatisch kaputt und wieder hierhin. Kann ich gleich wieder einsteigen. Und ich zeige euch jetzt, wie man das hier alles nachbauen kann. Also, bis gleich. So, ich habe jetzt mal in den Kreativmodus gewechselt und jetzt zeige ich euch, wie man das alles aufbaut. Also, ich habe hier ein kleines Loch gegraben. Also das, ja. Und jetzt tue ich hier, hier ist die Schiene. Und jetzt hole ich mir ein bisschen Stein, den habe ich hier. Und jetzt baue ich jetzt hier erst so einen Torbogen drüber. Das zeige ich auch gleich, wozu der gut ist. So, dann tun wir hier unten, hier tun wir einen Dropper hin, das ist ganz wichtig, ein Dropper. Kein Dispenser. Und dann muss jemand einen Dispenser drüber, kein Dropper. Also da unten ein Dropper, da oben ein Dispenser. Dann kommt hier ein Trichter an den Dropper und an den Trichter nochmal ein Trichter dran, damit das da reinfließt. So. Jetzt tun wir da drüben, hier auf den Sandblock, einen Kaktus drauf und den brauchen wir dann nicht mehr. Um den Kaktus können wir jetzt so Stein drum bauen, wenn wir wollen, damit man da drauf gehen kann, aber hier darf man nichts hinbauen, sonst geht der Kaktus kaputt, wie ihr eben gesehen habt. So, geht der Kaktus drauf und ja. Also, jetzt fährt man hier rein mit der Minecart. Und man will ja, dass man dann da drüben spawnt. Deswegen müssen wir hier die Brücke bauen, weil wenn man das nicht macht, spawnt man auf den Schienen drauf. Deswegen brauche ich jetzt auch noch Steine hin, dass man da nicht spawnt. Aber das war jetzt ein Fehler. Deswegen dürfen wir es nicht machen. Aber das Lustige ist, man kann jetzt die Steine über den Kaktus also draufsetzen. So, da kann man es hinsetzen. Da, da, da. Überall drumherum. So, jetzt können wir hier jetzt noch so hochbauen, wenn wir wollen. So, jetzt wenden wir uns hier drüben zu, dass Minecraft wieder dispensert wird, sage ich jetzt mal. Also, hier drüben ist jetzt Minecraft drin. Das wird ein Signal ausgeben. Ich tue jetzt mal eine Lore rein. Hier ein Signal wird ausgegeben. Wir tun jetzt zwei Redstone hin. Dann einen Repeater, der wird powered und eine. Dann. Tun wir dort eine Redstone-Lampe hin. Und wenn die Redstone-Lampe da ist, dann wird der hier oben reingemacht. Wenn ihr jetzt nicht wollt, dass er gleich rausgeploppt wird, müsst ihr so lassen. Wenn ihr wollt, dass er gleich rausgeploppt wird, müsst ihr einfach hier einen Redstone drauf tun. Dann wird der hier oben auch gleich bepowert. Das Minecraft blockt hier vor. Wenn ihr es eben nicht haben wollt, müsst ihr dann einfach noch einen Knopf drin machen, damit das dann eben bepowert wird. Wenn jetzt das Minecraft hier reinfällt, wird es automatisch hier hingeploppt. Wenn das Redstone eben nicht da ist, dann wird es nur hier oben hingemacht. Aber ich lasse das Redstone jetzt mal drauf. Und ja, jetzt fahren wir ja hier durch, gehen einfach hier drüben hin und jetzt tun wir hier einfach noch einen Stein hin. Ja, hier noch ein bisschen abdecken. Können wir auch schon ein bisschen abdecken. Noch einen Stein, damit es nicht so leuchtet. Hier noch Stein und ja, jetzt hätten wir es eigentlich. Und ja, das war eigentlich schon die ganze Anlage. Die Anlage ist 3x2 groß. Also 3, nee, 3 breit, 3 lang und 2 hoch. Ich fahre jetzt nochmal mit dem Minecraft hier mit. Auf falsche Richtung, das war jetzt ein bisschen schlecht, aber mehr. Fahren wir nochmal hier lang. Und ihr seht, funktioniert genauso. Jetzt kommen sogar schon 2 Minecrafts raus. Brauchen wir jetzt aber nicht. Ich kann euch nochmal zeigen, wie groß es ist. Also der Stein fällt. Ich nehme mal schnell den Stein ab hier. Den brauchen wir ja nicht. Die Treppe, da habe ich es auch einfach nur so hingebaut. Einfach so aus Spaß. Und so sieht das Ganze aus. Also hier vorne müsste der Stein noch da sein. Aber sonst ist die Anlage nur 3. Na okay. Das mit dem Dropper. Es ist 2 breit. 1, 2, 3, 4, 5 lang und 2 hoch. Das geht dann noch in den Boden rein. Also 5 lang, 2 breit und 2 hoch. Das war eigentlich auch schon eine ganze Maschine oder der ganze Bahnhof.
Und wenn, guck, wenn er jetzt hier mit in die Lore einsteigt. Ah, Mensch, will da vorne fahren, Mensch. So, nach vorne fahren. Dann spawnt ihr ja vorne. Und das war's auch schon von dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß!